Gunstentwicklung. Die Geschmähten wussten deine Ehrenhaftigkeit zu schätzen. Die Geschmähten waren erfreut über deinen Edelmut. Die Schwerte der Geschmähten priesen deine Unterwanderung der Bastardstadt. Du hast den Geschmähten die Kontrolle über Lithias Kreuzung gewährt. Jo. Vendrienwache, Archon, Graven, Ash. Jo. Ah, und hier gibt es auch immer Fähigkeiten. Gunst des Schicksalsbinders. Also wenn wir sehr hohe Gunst erlangen. Und auch wenn wir Zorn erreichen. Also hat es Vorteile für uns, egal ob wir jetzt Gunst erlangen oder Zorn erlangen. Wir sollten uns halt nur für eine Sache entscheiden. Can't do that. So, da liegt ein Wachmann. Mehrere Schädel von den Askeln vom Fleisch befreit und von den Sonnen gebleicht. Sie sind an einen grob bearbeiteten Flock aufgespießt. Das ist die einzige Heraldik, die der Scharlachrote Chor braucht. Ja, also kämpfen oder getötet werden. Try and catch me. Fatebinder. Hängt davon ab, wer du bist. Ich denke, das könntest du meine Hilfe gebrauchen. So. Unverletzt, kaum verletzt. Count on it. Und schwer verletzt. Buff dich mal selber. Kaum verletzt. Verletzt. So, jetzt machen wir die Bewegungs-, die Korbfähigkeit. Und tot. So, besiege die verbleibenden Rebellen in ihrem Lager. I can tell you didn't. I'm Verse, by the way. But there are more important things to take care of than introduction. My guess. The Vendrian, a scarlet. The voices of Narat called his. The voices. You're due for a meeting with the Ark. Eager. If they deserved my praise, they'd be. For the voices! So, gibt es auch Ruf? Ja, Lyra. Oh, Furcht. Lyra war ersetzt bei dein ordentliches, ehrenhaftes Verhalten. Ja. Klingt nicht schlecht. Tod von oben. Ja, das sind halt die Gefährtenfähigkeiten. Hoffentlich krieg ich das mit anderen Gefährten auch noch. So, die Schriftrolle mit der Sigil, die hätte ich gerne hier. Den Rest können wir mitnehmen. Auch den Helm mal. Diese Schriftrolle enthält einen magischen Akzent, der die Reichweite des Zaubers leicht erhöht. Lernen. Siegel des langen Arms. So, kann ich jetzt Zauber basteln? Wo ist denn das Zaubermenü? Genau. Diesen Zauber kann ich noch mit... einem... Berührung der Titanen. Reichweite 4 Meter. So, aktualisieren. Und jetzt kann ich das Ding auf 4 Meter Reichweite benutzen. Gut. Ja. War das jetzt ein Quicksave? Nein. Steuerung, wo ist Quicksave? Schnellspeichern F6, weil auf F5 alle Gruppenmitglieder sind. Okay. So, Schnellspeichern abgeschlossen. Ein Flock steht hier und wartet auf sein Opfer. I got it. So, jetzt müssen wir uns wieder um den hier kümmern. Ja.
Wir sollten uns jetzt erst einmal nicht auf ihn konzentrieren, sondern auf seine beiden Sonnenwachen. Sonnenwachen? Wow. Das sah so aus, als ob es weh tut. Okay. Renn du mal weg, ich lenke ihn mal auf mich für eine Weile. Okay. Got dark all of a sudden. I got it. Jetzt heißt das hier wohl ein gibt das wohl ein Duell. Ich konnte halt meine Gruppenfähigkeit nicht verwenden. So, Takis Demons ist verletzt. Ist schwer verletzt. Ja, den packen wir. Oh, jetzt hat er plus 6 Rüstung. So, nochmal meine Sigille auf mich wirken. On it. Au. Du könntest mir da unten ruhig mithelfen. This is useless. I should try something else. Right. Okay, jetzt trifft mir 13. Ich werf dann, stech daneben. This is useless. I should try something else. So, nochmal werfen. Er ist immer noch dem Tode nah. Ich bin aber auch dem Tode nah. Ah, er ist tot. Halbmondläufer, kommt schnell. Es gibt Schwierigkeiten an der Klippe. Sie haben den Kommandanten. So, sie hat jetzt minus... was? Achso, sie hat gar keine Verletzung. So, ein paar Speere. Verbogenes Bronzeschwert. Mehrere Schädel von den Aaskrim vom Fleisch befreit und von der Sonne gebleicht. Sind an einen grob bearbeiteten Flock aufgespießt. Das ist die einzige Heretik, die der Scharlachrote Chor braucht. Ja, das kennen wir ja. Waffen und Rüstungen liegen willkürlich verstreut auf dem Karren. Jede einzelne Klinge zeigt Spuren von Rost. Und jedes Rüstungsteil hat die Reparatur bitter nötig. So, ein paar Vorräte noch. Cosma. Noch einer vom Scharlachroten Chor. Das Symbol des Scharlachroten Chors wurde im Blut auf das zerschlissene Stoffzelt gespiert. Es wurden keine Anscheine unternommen, um die Risse zu flicken. Waffen und Rüstungen sind fein sauber auf diesen Kahn gestapelt. Jeder einzelne Speer ist geschliffen und geölt. Oh, weil das hier Kyros Befall, das ursprüngliche Symbol der Geschmähten, aus der Erinnerung getilgt würde. Du wunderst das Geschmiedensiegel? Darüber könnte ich dir ein bisschen was erzählen. Über 100 Jahre lang haben die Geschmähten das ruinierte Symbol bewahrt und es mit Stolz getragen. Kann ich irgendwie mit dir reden? Ja. Ich habe bemerkt, wie du das Geschmähten-Symbol angestiert hast, das überall im Lager zu sehen ist. Es ist kaum ein Symbol, eher ein Gekritzel. Das stimmt, aber bevor Kyros die Zwangs zu verunstalten, war es der Stolz von Graven Ash Legion. Was ist passiert?
Man sagt, Ash sei stärker kontrolliert worden als die anderen Archonten, da er sich in der Vergangenheit Kyros widersetzt hatte. Aber wenn er schließlich das Knie beugte, begegnet man ihm immer noch mit Misstrauen. Kyros und die anderen Archonten halten ihn an einer kurzen Leine. Ashes Truppen haben das wachsende Reich beeindruckt, doch Kyros hat sie alles opfern lassen, was sie je ausmachte, bis Ash sich ergab. Seitdem sind sie die Geschmähten und sie kämpfen, um ihre Ehre zurückzuverdienen. Vermutlich sollte man es sich deshalb nicht mit dem Oberherrn verscherzen. Kyros kann einen Groll hegen, den man seinen ärgsten Feinden nicht wünschen würde. Ich habe noch eine andere Frage, dann mach schon. What do you need? Hat Nerath Stimme dich als Pionin geschickt? Lyra betrachtete mit unergründlichem Gesichtsausdruck ihre ungleichen Augenblicke nacheinander in deine. Ungenügende Reputation. Ist es überhaupt eine Bedeutung? Ich muss selbst entscheiden, ob ich vertrauenswürdig bin oder nicht. Ist meine Beleidigung das Risiko wert, dass ich gelegentlich einmal berichte, was du zum Frühstück gegessen hast? Nerath Stimme ist der Archon der Geheimnisse, nicht der Archon der Ehrlichkeit oder des gerechten Umgangs. Wenn du nicht ohnehin davon ausgehst, dass jeder an ihn Bericht erstattet, bist du zu unvorsichtig. Erzähl mir was von dir. Wenn du darauf bestehst. I'm a Scarlet Fury. That should raise some flags for you. It means that I'm good at killing and more importantly, that I enjoy it. Wenn du darauf bestehst, ich bin eine scharlachrote Wüterin. Das sollte bei dir die Alarmglocken schrillen lassen. Es bedeutet, dass ich gut im Töten bin, was noch wichtiger ist, Freude daran habe. What I won't enjoy are the pleasures of funerary rites packed with weeping mourners. Someday I'll fall in battle, and then they'll roll me into a mass grave or heap me atop a shit-stained wagon. One more anonymous, knife-riddled piece of meat. Was ich nicht genießen werde, sind die Freuden von Begebenheitsriten voller weinender Trauergäste. Eines Tages werde ich im Kampf fallen und sie werden mich in ein Massengrab rollen oder mich auf einen stinkenden Karren werfen. Nur ein weiteres anonymes, durchlöchertes Stück Fleisch. Sehr tolle Aussicht. Until then, I plan to take whatever I can from life and have a little fun along the way. Bis dahin habe ich vor, mir vom Leben zu nehmen, was ich kriegen kann, um mich dabei ordentlich zu amüsieren. Erzählst du mir von deinem Leben vor dem Chor? Leben? Welches Leben? Wenn du mich fragst, habe ich vor dem Chor nicht existiert. Es gab ein Mädchen auf einem Bauernhof, das mein Gesicht trug und mit meiner Stimme sprach, aber sie war nicht ich. Manchmal hat es sich nachts rausgeschlichen, eine Sense genommen und sich ein wenig mit dem Vieh amüsiert. Das war es auch schon mit unseren gemeinsamen Interessen. Als der scharlachrote Chor auf seiner langen Reise von der Bastardstadt durch mein Dorf fegte, erwachte ich endlich. Ich begrub mein altes Leben, nahm rote Rache an jedem, der mir Unrecht zugefügt hatte, und fand die Freiheit, vor der ich nur zuvor nur träumen konnte. Was ist mit deinen Eltern? Meine Mutter hatte da einen produktiven Bauernhof, auf dem ich einige Jahre gearbeitet habe, bevor ich den Chor fand. Sie war eine verärmte, verbitterte Frau. Sie tat immer, als wäre die Welt ihr etwas schuldig. Über meinen Vater hat sie nie gesprochen, aber ich konnte mir später ein wenig zusammenreimen. Er war ein Händler aus dem Nordreich, der Gefallen an ihr fand und sie an ihm. Er blieb nur lang genug, um zu bekommen, was er wollte. Aber halten wir uns nicht mit ihm auf. Meine Mutter hatte nie Geschmack. Er hätte also sicher keinen großen Einfluss auf mich gehabt, selbst wenn er geblieben wäre. Wünschst du dir, du könntest von vorne anfangen und anderswo enden als in Kyros Armee? Eine naivere Frage habe ich noch nicht gehört. Kyros ist überall. Wenn man nicht zur Armee des Oberherrn gehört, wird man von ihr zertrampelt. Natürlich hätte ich auf dem Familienhof schuften können, bis ich irgendeinen Bauerntöppel heirate und ihm einen ganzen Stall voller quiekender Ferkelchen werfe. Die hat echt eine komische Art zu reden. Meinen Körper vom kleineren Version meiner selbst zerreißen zu lassen, klingt wirklich nach einem großen Spaß. Eines Tages entschied ich schließlich, dass genug ist. Ich schlitzte meinen Gemahl am Frühstückstisch die Kehle auf und lief davon, um mich dem Chorweg anzuschließen. Das sparte viel Zeit. Lyra glättete ihre Federn in ihren Haaren und schüttelte grinsend den Kopf. Du bist meine Mörderin, bleib lieber beim Chor.
Oh, ich habe Loyalität bei Lyra hinzugewonnen. Zumindest verstehst du es. Der Chor lobt und belohnt das Ding in mir, das ich in zivilisierter Gesellschaft unterdrücken würde. Das Leben ist zu kurz, um jedes Verlangen zu unterdrücken, oder? Vor allem, wenn ich ein Wörtchen mitzureden dann habe. Wie wurdest du rekrutiert? Wie wurde ich? Ich glaube, du stellst mich falsch ein. Der Chor hat mich nicht als schluchzende Jungfer entführt. Ich bin in die Lage marschiert und habe mich freiwillig gemeldet. Jemand hat mir eine verbeulte Klinge zugeworfen. Ich habe die Initiationsriten überstanden, eine Woche damit zugebracht, meine Nachbarn niederzumetzen und bin mit einer neuen Familie weitergezogen.